Nein, die Erde ist runtergeflogen. Sollen wir Lego-Spiele let's playen? Das nein. Kann man auch Multiplayer machen, doch. Ja, kann man, aber nein, trotzdem, ich will es nicht machen. Warum? Das ist erniedrigend. Das ist lustig. Naja, ja. Weil bei Lego bei Lego Spielen kannst du nicht verkacken. Da kriegst du zwar immer weniger Geld, aber du schaffst es am Ende doch. Normalerweise, also bei Indiana Jones habe ich es auch nie gepackt, weil. Ja, das haben wir schon mal durchgespielt, also, ne? Weil bei mir der PC sich immer aufgehängt hat. Aber bei mir haben wir es durchgespielt, ne? Jo. Weil ich es einfach drauf hab. Du hast das Knobberhobbe. Ja, ich hab das Knobberhobbe. Jetzt muss ich die Falltür treffen. Oder wo soll man nochmal den Aufgang? Ich wäre jetzt bereit, einen Aufgang zu bauen. Da wo ich bin, würde ich sagen. Und wo bist du? Am Aufgang. Da muss aber kein Wasser reinpacken. Ich bin oben. Ich glaube, jetzt habe ich mal einen akzeptablen Aufgang. Kein Abgang, ne? Alter. Wo? Ah, da. Was ist das? Ach, dumm. Ja, das ist zu hören. Hey, da können wir auch hoch, ne? Hier, ne? Oder runter eher. Verdammt, warum habe ich das gemacht? Stirb einfach. Hallo, Valentin. So, ich hab's drauf. So können wir hoch, ne? Alter, ich scheiß jetzt erstmal auf den Aufgang hier. Ich mach mir jetzt erstmal. So, ich habe eine Möglichkeit gefunden, hochzukommen. Zu hören. Echt? Ja, hier über das Wasser. Ich mach jetzt auch. Ne? Ja. So können wir auch ganz leicht runterkommen. Hast du mich gerade geschlagen? Booste mich mal ein bisschen hoch. Ja, ich treffe dich aber nicht. Oh Mann. Vor allem, warum komme ich nicht hoch? Dumme ist jetzt hier nur bei dem Ding, da verstickst du fast, aber. Ja, du kannst auch einfach nicht. Schaff es ja! Nein. Ja, Sören, kannst auch einfach nicht. Über den Wolken kann man ewig weit schwimmen. Ist das eigentlich Gamer, ne? Oh, fuck. Egal, wegen über den Wolken kann sich keiner verklagen. Es ist. Man darf ja wohl noch über den Wolken sagen. Was soll ich sonst sagen? Unter den Wolken. Wir sind ja wohl kaum unter den Wolken. So, könntest du mal bitte in dein Bett gehen? Warum steht da Holz rum? Ich hoffe mal, das reicht jetzt erstmal an. Schon besser. Friend. Tschüss. Tschüss. Ja, weil ich höre, das ist natürlich schwarz. So, du bist schon zweimal gestorben, ich erst einmal. Schilder? Ja, komm, das eine Mal jetzt gilt nicht, ne? Das, was du mich. Ja, aber wir haben kein Holz. Doch, wir haben Holz. Mein Bett einfach mal ein bisschen versichern. Ja, eine Bettversicherung. So kräftig, Bettversicherung. Hier. Sieht doch schön aus, ne? Einsamer Abfällig. Muss sein, ne? Muss ja. Also ich gehe mal wieder runter, einfach nur zum Spaß. Ne, warte mal, ich muss. Haben wir einen Ofen? Ja, haben wir Kohle? Hoffentlich. Du hast wen angefahren? Oh ja, Ziegel. Du hast Lehm gehabt? Ja. Und dafür schmeißt du die teure Kohle raus. Da gehe ich halt nachher nochmal runter. Spannen Sie sich. Ey, war noch mehr Eisen. Schalten wir gerade ein. Wir haben nämlich noch 5. Und wenn ich mir einen Eimer machen will, haben wir nur noch 2. Logik, ne? Genau, da gehe ich mal in eine Hole, ne? In ein Loch. Ja, mach das. Mach das! Ich vergrabe mich in ein Loch. Aber das ist auch eine gute Idee. Ne, ein bisschen Flaschenschein nehme ich mit. Ja, Hauptsache ich mache einen Eimer aus Eisen, der stand aus Holz, ne? Ich kann's einfach. Schakatu? Was machst du da? War eine Treppe. Ja, ich
da muss dann halt noch irgendwas. Da muss ich irgendwie einen See finden und dann zweimal dahin laufen, ne? Oh Mann! Mal sehen, habe ich hier irgendwo Wasser vielleicht? Ja, da kannst du da vorne. Na toll. Könnte ich ja rein theoretisch auch Holz holen, aber ich habe keine Axt. Hier. Über die Wälder, ne? Die jetzt schon auf Wälder, ne? So, und jetzt darf ich nachher nochmal dahin, ne? Weil ich nur einen Eimer hab. Sören. Läuft! Das ist für euch jetzt vielleicht ein bisschen langweilig, aber ich find's lustig. Entschuldigung für die Dummheit des Waldes. Ich war noch besser als du. Du bist immer schon 1,5 Mal gestorben. Ne? Das werde ich jetzt ändern. Warum schon mal sterben? Hast du etwa vor zu sterben? Nein, tu es nicht. Lass mich es für dich tun. Also mit meinem Schwert natürlich für dich, ne? Oh, Kohle. Wir werden das alles hier nachher. Ich baue hier gerade so einen hübschen Aufgang für alle, die es nicht sehen. Also jeder. Wir werden das alles natürlich mit Glas verkleiden. Einfach nur, weil wir nachher einen Geldscheißer haben. Ein Glasscheißer. Björn kann ein Glas scheißen, ne? Ich bin ein Glasscheißer für Dienst. Alter, wie viel Kohle noch? Das stört doch nicht. Ja, komm schon, aber wie sich das verteilt? Das ist voll verzwickt. Das ist eine verzwickte Situation, ne? So, wenn es noch weitergeht, dann kotze ich noch. A tricky situation. Ey, a tricky situation, ne? Wir kommen unserem Ziel immer näher. Und näher. Wollen wir nachher noch ein Slender Let's Play drehen? Alter, halt die Klappe. Doch, das machen wir. Genau so machen wir das nicht. Doch, junger Mann. Hast du eben schon einen schönen Aufgang gebaut? Auch von welcher Seite denn? Von der anderen Seite. Sören! Du bist hässlich. Soll ich nochmal das Bild einblenden? Alter, da komme ich doch nicht hoch. Ach, du hast doch gesagt von der anderen Seite. Das heißt, du hast was gelogen. Warum hast du mich angelogen? Wo soll ich der Aufgang? Hier ist die Tür, Mann. Hast du eine Spitzhacke für mich? Bitte gib mir mal kurz die Spitzhacke. Warte, ja, ich baue eine Treppe. Ach, egal. Eine Spitzhacke. Du, wo ist hier die Tür? Da. Warte, es geht doch weg. Ja, du Depp, wir müssen auch noch eben wieder reinkommen, ne? Ich lasse dich hier wieder runter, ne? Ja, krieg ich bitte die Spitzhacke jetzt? Da holst du dir. Ah, jetzt hab ich sie wieder. Also, wir sehen uns dann wieder in 3 Jahren, ne? Alter, die ist doch fast futsch! Ja, du hast meine Spitzhacke. Was hast du dir dabei gedacht? Hätte ich schon gedacht, ich habe eine komplette Spitzhacke. Ne, ein bisschen mehr wäre schon nett gewesen. Ja, ich habe halt Kohle abgebaut. Wenn der Herr halt so höher Ansprüche hat, dann muss er selber gehen. Dafür schreibt mal ein Buch, das wir hier vorlesen. Ne? Keine Ahnung, was wir labern sollen. Können ja hier, das wieder das Skript vorlesen. Nein. Doch, das ist lustig. Geht um Goethe. Das langweilt die anderen noch. Ja, man muss sich angucken, weil das ist lustiger, ne? Nee, Leute, ihr müsst echt mal was in die Kommentare schreiben. Wir haben eigentlich irgendwas, worüber wir labern sollen. Ich habe nämlich echt, wir stehen echt auf dem Schlauch gerade. Ja, was du vielleicht. Ja, was? Du? Wie war's mit Gewalt im Videospiel? Dieses Thema hatten wir schon behandelt in einer der letzten Folgen, die wir leider löschen mussten, weil sie entweder richtig gefällt. Ach, Sören, wie soll ich da hochkommen? Weiß ich nicht. Es dauert noch ein bisschen, bis das soweit ist, aber... So, jetzt kann man wenigstens runterfliegen. Alter, wie gesagt, ich soll das machen, weil bei Sören sieht es einfach nur pothässlich aus. So wie ein Bot war.
Pottwart, ne? Ja, Leute. Also wie gesagt, hier bei den Videospielen ist ja immer wieder so scheiß blöd. Wenn ich jetzt irgendwo ein Dorfbewohner hätte, würde ich ihn natürlich töten. Was zum Thema Gewalt in Videospielen? Mein Gott, das ist kein Videospiel, das ist ein Sandbox-Game. Das steht sogar in der Beschreibung. Ja. Ich muss durchgetöne machen. Das ist ja nicht mal lustig. Ich will rülpsen. Junge. Jo. Also. So ein wenig, dass ich rülps, ne? Wir wollen jetzt hier. Ich erzähle einfach mal, was wir eigentlich. Was und eigentlich unser. Ja. Dingens. Unsere Pläne sind. Ja, deine Pläne. Ich weiß nicht, was ich machen will, also. Also, ich will ja mal. Also, eigentlich meine. Mein Plan ist jetzt vielleicht noch da hochzukommen. Nein, das schaffen wir aber nicht mehr. So, hier. Ich sehe dich nicht. Doch, ich sehe dich. Hören, du alte Pindüster. Alter. Ich habe schon 2 Eisen. Also, ich habe ja gerade nichts, also, außer 4 Erfahrungspunkte. Ich komme zu dir, Sören. Kann ich meine Erfahrungspunkte aufsammeln? Was sollte das jetzt meinen? Moment. Fuck it. Ist ja schon 3 Tote. Meint ihr auch mit dem Scheiß? Hui! Haha. Das sind 4. Ich bin King of Kills. Wie viel sind's? 5? Ich will 10 Tote. Meint ihr, das ist nicht lustig? Doch, ist es. Habe ich die Falltür irgendwo offen gelassen? Stopp, ich habe jetzt keinen Bock mehr. Können wir einmal ganz kurz einfach ein bisschen fighten gehen in einer Runde? Passt doch jetzt eigentlich von der Zeit her ganz gut. Wir hören jetzt an dieser Stelle auf. Nein, Moment, ich will ja schon hoch, ne? Ich auch. Also wir hören gleich an dieser Stelle. Gleich an dieser Stelle, also an der nächsten, ne? Ich bin jetzt schon 6 Mal gestorben hier. Ich glaube, ich weiß schon, wie ich die Folge nenne. Ja. Die Todessprünge, ne? Der Todesrekord, ne? Der King of Kills. King of Pop oder so, nein. Ja, der King of Queens ist doch langweilig hier. Könnt ihr King of Kills gucken, ne? Gucken wir mal eine Fernsehserie, der ist King of Kills. Leute, was wird häufig im YouTube gesucht? Das wäre auch mal geil zu wissen, weil dann nennen wir unsere Folge mal so. Vielleicht werden noch mehr Leute auf uns bekannt. auf uns aufmerksam. Auf uns bekannt, ne? Ach, es wird gleich Nacht, Junge. Dann können wir unsere Aufnahme mit im Schlaf beenden, sozusagen. Ta-ta-ta-ta. Kicke du in dein Bett, ne? Also, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. In der nächsten Folge. Danke. Tschüss, Sikowski. Halt die Klappe, Sören. Und danke. Tschüss. Tschüss. So. Dann, ne?